Hallo Leute, ja, hier sind wir bei dem einsamen Haus, was eine Bushaltestelle sucht und ja, da werden wir uns diese Folge drum kümmern. Da kommt auch ein Zug an, der tatsächlich 17 Passagiere hat. Das ist schön, wie wir stehen in einem Bahnhof. Im Bahnhof stehen 11, die er dann alle mitnehmen muss, weil Sackbahnhof ist. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ja, jetzt habe ich, ich habe ihn doch noch erwischt. Ja, er fährt auch schwarze Zahlen, das ist schon mal gut. Und warte mal, der ist sechsstellig im Gewinn, ne? Das ist ja richtig gut, ne? Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir aufs Großbild, ne? So, getutet hat er noch, glaube ich, den habt ihr noch gehört. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall die Bushaltestelle machen, die dann hier sein muss, oder? Das ist ja natürlich schlecht, oder? Ja, diese Bushaltestelle 1-2, 1-2, nee, die müsste hier sein eigentlich, um das Raster, was wir brauchen. Ah, dann ist es auch nicht schlecht, dann machen wir es halt dahin. Nee, das war falsch, da müssen wir hin. Weil diese Bushaltestelle hat 1-2, dann 1-2 und dann Bushaltestelle, dann passt das schon. Halte können nur auf geraden Ebenen geeignet. Das ist ja doof. Früher konnte man die auch in der Schräge machen. Gut, das heißt, wir müssen das mal gerade umbauen. Da fährt ja sowieso keiner lang. Dann holen wir den Bagger raus. Dann müssten wir wahrscheinlich erstmal dieses abreißen, was dort ist. Macht er das so? Nee, ne? Nee, macht er so nicht. Was steht da denn? Natürliche Neigung wiederherstellen. Nee, ich will ganz abreißen. Das, was da drauf ist, muss ich dann tatsächlich hier drüber abreißen. Sieht wohl so aus, oder? Darf ich wahrscheinlich wegen der Gemeinde? Doch, darf ich wohl doch. Das heißt, wir machen das jetzt hier hoch und gehen dann mit einer Rampe runter. Und ich glaube, das ist diese Rampe, oder? Nee, die sieht nicht so hoch aus, oder? Oh, das ist jetzt kompliziert, ne? Ja, ist nur die halbe. Okay. Das haben wir. Das bedeutet, das ist erledigt. Wir gehen jetzt mit der Straße wieder da hoch. Die Gemeinde baut das ja schon selber. Ach, haben sie schon sogar gebaut. Guck an. Also die bauen das dann schon noch aus, ne? So, und jetzt müssen wir schnell aber gucken, dass wir da oben noch eine Dingens hinbauen. Eine Bushaltestelle. So, das müsste jetzt passen. 1, 2, 1, 2. Also das ist hier abgedeckt. Das ist unsere Bushaltestelle. Gut. Das bedeutet, jetzt können wir das hier zumachen und müssten dann nicht mit WASD arbeiten, weil das ist fatal bei Semotrans, sondern wir müssen jetzt hier zum Lokschuppen, nicht Lokschuppen, sondern Fahrzeugdepot, welches dort ist. Machen dann die schnellen Pferde mit der schnellen Kutsche. Und dann wird das der Stadtbus gleich werden für Bad Zwischenahn. Machen wir eine neue Linie. So, das ist Stadtbus Bad Zwischenahn. Habe ich es richtig geschrieben? Ich will es hoffen. Bad Zwischenahn. Und dann ist das so, dass wir von dort nach dort fahren. Das passt. Hier müssen wir noch Enter drücken. Das hatte Tante Mimi schon gesagt. Aber Enter funktioniert hier nicht. Ah, jetzt. Gut, das passt. Und die können wir starten. Dann sollte das erstmal laufen. Gut. Und da, nach da. Passt erstmal. Und der Zug kommt auch schon wieder. Mit drei Passagieren. Okay, fahren da zwei auf der Strecke? Oder ist der schon so schnell wieder gewesen, dass ich so langsam gebaut habe? Oh, da oben steht jetzt einer. Nee, der fährt nach da wieder weg. Das passt schon. Dann ist er schon wieder da. Okay, gut, haben wir das. So, das war Bad Zwischenahn. Ich glaube, wir waren hier, nee, nicht da, sondern hier in den Listen. Nee, Haltestellen waren wir nicht. In den Stadtlisten waren wir. Da hatten wir geguckt, ne? Warte, das ist hier, oder? Stadtliste. Und dann gucken wir mal hier. Ach, nee, ich wollte das nicht so haben. Ich wollte jetzt, dass der auf Achim geht. Aber das funktioniert irgendwie nicht.
Hier ist aber alles noch abgedeckt, ne? Ja. Ich glaube, wir sind letztes Mal so durchgegangen mit den Stadtgrößen, oder? Und Gütersloh ist jetzt tatsächlich nicht so eine große Stadt, obwohl so ein Bahnhof hier ist. Naja, dann ist das halt so. Bayreuth. Aber da habe ich hier nicht nach nach Einwohnern, doch, habe ich nach Einwohnern sortiert. Jena ist tatsächlich die größte Stadt. Bayreuth liegt auf der anderen Seite von dem großen Wasser. Dann haben wir hier Erlangen. Da ist zwar hier was angebaut, aber noch nicht weiter. Willensdorf. Ist auch nichts Besonderes. Friedrichsdorf. Ist ein Haus daneben, aber mehr auch nicht. Aber hier sieht es irgendwie so aus, als ob die Stadt das gebaut hat. Aber eigentlich bauen die solche Straßen. Ne, dann habe ich da wohl einen Fehler gemacht, wahrscheinlich. Und wenn Emden, da ist jetzt auch noch nichts passiert. Könnte aber mehr werden, weil wir die Schifffahrtslinie da übers große Wasser gemacht haben. Lippstadt ist auch nichts. Schwandorf. Ist. Haben wir schon abgedeckt? Okay. Schwandorf ist der kleinste, ne? Okay. Gehen wir nochmal nach Jena gucken. Okay, wächst und gedeiht, aber ist jetzt nix. Ah, wenn wir schon mal da sind, gehen wir gerade noch bis Bad Zwischenahn wieder durch. Hier ist nix. Bad Mergentheim. Habe ich nicht erwischt, ne? Ist nix. Ah, zwei Brücken habe ich jetzt ausgelassen, will ich. Ist nix. Zwei Brücken. Ist nix. Ettlingen. Sackbahnhof. Ah, da müssen wir was bauen. Okay, das heißt, wir machen die Liste mal hier oben rechts hin und da müssen wir gucken, dass wir diesen Bahnhof erweitern. 1, 2, ja und super, ne? Hat geklappt, oder? Da haben die eine Straße gebaut. Gut, das heißt, wir müssen das mal gerade umstrukturieren. Das mache ich nämlich so, so leid es mir tut, weil ich möchte meine Dingens da bauen. Da gibt es leider keine Verbindung, weil da muss meine Bushaltestelle hin. Oder bin ich jetzt. Ah, nee, ich bin, glaube ich, voll falsch, ne? Hier. Achso, das wegen dem Hafen zu nah. Ja, da habe ich jetzt gepennt, ne? Okay. Da, wo ich jetzt gebaut habe, ist tatsächlich der Bahnhof. Die Bushaltestelle hinzumachen. Super. So passt es. So ist es richtig. Das können wir auch minimieren. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben die Lupe schon an und es fährt hier aber auch keine Kutsche, weil das komplett durch eins abgedeckt jetzt ist, ne? Hier ist zwar ein Dingens, aber die Bahnlinie hat das erschlossen, oder wie sehe ich das? Das heißt, wir müssen ans Depot und machen da eine Bushaltestelle hin, ne? Wo war denn das? Ach so, hier links ist es da. Da ist es, das Depot. Die hier unten hin. Und neuer Fahrplan, neue Linie. Stadtbus Ettlingen. Und das ist dann von, warte mal, drück mal Enter. Hat er genommen diesmal sofort. Das ist von da nach da. Und das ist erledigt dann. Und wir können starten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bei Bad Zwischenahn auch starten gedrückt hat. Da, das müssen wir dann gucken. Ich denke, das bauen die gleich selber wieder fertig. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern, oder? So, jetzt sind wir bei Ettlingen gewesen. Dann gehen wir nach Königsbrunn einmal. Da ist noch alles tippitoppi.
Neubrandenburg. Da ist auch alles abgedeckt. Die bauen zum Glück schon Straßen. Lüneburg ist noch abgedeckt. Bünde ist abgedeckt. So, Bad Zwischenahn, da waren wir. Damit haben wir angefangen. Da müssen wir jetzt gucken, ob wir in dem Depot da oben das richtig gemacht haben. Stadtbus Bad Zwischenahn ist das. Der fährt jetzt miese ein und ja, das ist dann, dann haben wir doch Start gedrückt, dann passt das wohl, sonst würde der hier oben nicht lang fahren. Sehr gut, dann sind wir damit schon mal durch, würde ich sagen. Jetzt würde ich doch tendenziell gerade einmal hier die Liste nochmal aufrufen. Jetzt habe ich sie gerade zugemacht. Industrien gibt es definitiv ja wohl noch nicht, ne? Fabrikliste ist nichts. Jetzt habe ich das dahinter zugemacht. Was haben wir denn hier noch? Touristenziele, okay. Sind die denn welche alle angeschlossen? Das ist die Frage. Die ist angeschlossen. Die ist angeschlossen. Also die Burgen haben wir bestimmt alle angeschlossen, weil das sehr attraktive Orte sind. Da ist angeschlossen. Da ist sogar auch angeschlossen. Alles. Wir haben alles mitgenommen. Okay, gut. Passt. Was war das hier? Ach, eine Warenliste. Okay. Das war die Stadtliste. Die haben wir. Hier haben wir die. Was war das? Einstellung für die Landschaft. Okay. Fahrzeugliste und wir wollten eigentlich die Haltestellen. Ne, Bezeichnung war falsch, sondern wartend wollte ich haben und dann ist Gütersloh tatsächlich das, wo am meisten warten. Da kommt jetzt ein Zug rein. Ja, weil hier umsteigen dreimal ist sozusagen, ne? Jena, das war jetzt der, der nach Dingens fährt. Entweder Bad Zwischenahn oder nach unten nach Zweibrücken ist das. Aber Zweibrücken war es nicht, weil da stehen drei. Ach, der fährt sogar nach Lüneburg, okay. Also hier sind jetzt welche drinne. Und da sind auch welche drinne. Okay, die fahren ziemlich zeitgleich, ne? Da wird jetzt der zweite Zug wahrscheinlich nicht ganz viele mitnehmen, oder? Aber doch schon zwei drinne. Ah, lass mal erstmal noch fahren. Hier stehen aber noch drei Lüneburg Rathaus. Sind die gerade erst frisch angekommen oder? Ach, der fährt woanders hin. Ach, das war eine Kreuzlinie, glaube ich, hier über Gütersloh. Die fahren nach Zwischenahn, ne? Und Lüneburg, genau, passt. Okay, denn dann ist ja gut mit den zwei Zügen. Das ist schon eine gute Linie dann gewesen. Okay, Achim ist im Norden. Da kommt gerade kein Zug an. Wo ist der? Ist das nur einer, der hier fährt? Ich sehe gar keinen. Achso, die fahren hier lang bis nach Köln, ne? Halt mal, stopp. Da müssen noch mehr wie ein Zug drauf sein, oder? Gütersloh, Neubrandenburg, Köln, ja. Die gerade alle hier oben. Muss definitiv hier noch was sein, ja. Da ist auch noch einer. Und der ist voll, der ist voll. Den sag nicht, der ist auch noch voll. Aber der fährt woanders hin. So, das bedeutet, da sind zwei Züge nur drauf. Der und der. Warte mal, dann lass uns doch mal gerade schauen. Der fährt ja jetzt nach Köln. Der war auch voll, ne? Ja. Wie viel stehen denn in Köln für Gütersloh etc.? 55 Neubrandenburg, Bad Mergentheim, Achim, Jena, Jena nicht. Dreier abziehen von der Gesamtzahl. Also hat er jetzt gleich 52 da drin. Das würde sich ja noch ausgehen, ne? Dass er die hier alle mitnimmt. Okay, der sitzt noch welche ab, ist klar. Und er hat jetzt gleich die angekündigten 52 drin. Das ist alles andere Fahrtrichtung. Passt. Hierfür ist der gerade mal ausreichend sozusagen für den Bahnhof hier, ne? So, der andere müsste jetzt in Neubrandenburg landen, oder? Da ist er gerade raus. Das ist voll.
Wie bestehen denn dann noch in Neubrandenburg für die südliche Fahrtrichtung oder so? Nach Köln 2. Aachen weht nördlich weg. Schwandorf alles nördlich. Evrethe, Etting. Gütersloh stehen noch 11 Leute. Das heißt, da ist definitiv und Lüneburg auch noch mal 13. Hier ist definitiv ein Zug und zwei Brücken. Also wir müssen definitiv noch einen Zug mehr hier auf der Linie haben. Damit es hier schon mal alleine klappt, ne? Und dann Gütersloh wird es bestimmt nicht besser aussehen dann. Das ist ja dieser Bahnhof dann. Da stehen 152. Ja, hier stehen reichlich Leute auch in dieser Richtung nach Norden dann. Komm, da muss noch ein Zug drauf. Da muss auf jeden Fall noch ein Zug drauf. Lok, Passagiere. Und wofür ist der hier? Adaptermodul Diesel. Post. Kein Bild. Okay, da hat einer jetzt einen Postzug ergänzt, sozusagen, weil das hier sind ja Passagiere. Okay. Lassen wir aber erstmal so. Und der kriegt die Linie Köln, Jena, nee, Gütersloh brauchen wir dabei. Gütersloh, Neubrandenburg, Köln. Das ist richtig. Und starten. Der fährt jetzt hier raus und ich hoffe, er fährt nach Norden und nicht nach Süden. Das Gleis ist da blockiert, aber er fährt raus und fährt Richtung die. Ich glaube, das ist erstmal gut. Weil die beiden kommen ja von Norden runter jetzt. Das heißt, er fährt in zeitlichen Abständen passender. Gut, nicht schlecht, denke ich mal. Er war jetzt gerade in Gütersloh und hat 12 Fahrgäste. Okay, da brauchen wir definitiv nichts machen. Hier, das ist auch ein Sonderzug. Wo ist der? Achso, der fährt vielleicht auch noch nach hier unten dann, ne? Ist das hier dazwischen an und der nimmt zwei Brücken? Ne, der fährt nur nach Süden. Achso, wer? Ah, ja. Unser Zug, der ist hier. Der fährt hier die Achse hier lang. Da tun die sich gerade treffen. 37, ja, das passt schon alles. Das ist erstmal gut. Okay. Da kommt jetzt einer an. Liefert ab. Der müsste jetzt nach Lüneburg weiterfahren, ne? Oder? Ne, der fährt zurück. Der muss zurückfahren. Der fährt nicht nach Lüneburg weiter. Der müsste jetzt voll sein. Ist er auch. Genau. Aber da haben wir ja noch einen draufgesetzt. Das wird werden. Gut, dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Gütersloh 2 Brücken, Burghafen, da müssen wir auch mal nächstes Mal reingucken.